Moin, moin und herzlich willkommen zum Weihnachtsstimmungstag. Ja, den können wir heute sehr gut gebrauchen, denn bevor jetzt das Video losgeht, möchte ich euch noch einen schönen zweiten Advent und einen schönen Nikolaustag wünschen. Und was könnte es da Besseres geben, sich so richtig schön in Weihnachtsstimmung versetzen zu lassen, eben mit diesen Weihnachtsstimmungstag zum Beispiel. Ich wurde nominiert vom Belletristik-Basti. Er hat auch einen eigenen Kanal hier auf YouTube. Solltet ihr ihn noch nicht kennen, ist es zunächst nicht weiter verwunderlich, weil er noch relativ neu hier auf YouTube ist. Aber es sollte sich schleunigst ändern. Ihr solltet ihn auf jeden Fall besuchen auf seinem Kanal, denn er ist echt eine coole Socke, hat einen sehr sympathischen Dialekt, liest auch gerne Horror und auch viel Musikerbiografien. Er ist auch ziemlich leidenschaftlich dabei, was Musik angeht. Ich glaube, er spielt selbst sogar in der Band. Und ja, wir sind in Kontakt geraten durch unseren Gänsehaut-Tag, den wir zu Halloween gemacht haben. Da hat er nämlich auch mitgemacht und hat das sehr, sehr cool umgesetzt. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Und ja, deswegen habe ich sehr gerne jetzt bei seinem Tag mitgemacht. Er hat nämlich das erste Mal jetzt selbst einen Tag entworfen und da er auch ein ziemlicher Weihnachtsfan ist, passte das natürlich sehr, sehr gut und ich habe mich auf jeden Fall angeboten, gerne angeboten und sehr gefreut, dass er mich denn auch als erstes getaggt hat. So, jetzt wollen wir dann auch mal mit den Fragen anfangen. Es sind nämlich 11 Aufgaben, Fragen an der Zahl. Und wir fangen erstmal mit etwas ganz ja, Obligatorischen an, nämlich der Weihnachtsgeschichte. Zeige ein Buch, das dich sofort in Weihnachtsstimmung versetzt. Ja, ich habe mich jetzt für ein Buch entschieden, das ein Top-Highlight aus meinem letzten Lesejahr war. Ich habe natürlich mehrere Bücher zur Auswahl gehabt, aber ich habe mich schlussendlich für Die Schneeschwester von Maja Lunde entschieden, eine Weihnachtsgeschichte. Hier ist einfach alles enthalten, was irgendwie zu Weihnachten gehört. Es ist sehr, sehr viel ja, Wintereinbruch, Schneegestöber, aber es hat auch viel mit Familie, mit Freundschaft zu tun, aber auch mit Gedanken an Verstorbenen und mit Trauerbewältigung, aber auch ganz viel mit Plätzchen und mit Kakao und die Illustrationen hier drin tun auch noch ihr Übriges dazu, einfach wunderschön gestaltet. Also da kann man sich so richtig schön in Weihnachtsstimmung versetzen lassen. Es ist zwar zwischendurch auch ein bisschen traurig, denn es geht um einen kleinen Jungen, der an Heiligabend Geburtstag hat. Und Heiligabend bzw. Weihnachten ist eigentlich ja das Highlight schlechthin für ihn. Doch dieses Weihnachten glaubt er, wird nicht mehr schön. Denn seine Familie hat einen großen Verlust erlitten und obwohl Weihnachten schon vor der Tür steht, ist noch überhaupt nichts geschmückt zu Hause und er möchte eigentlich sehr gerne mit seinen Eltern darüber sprechen, aber die verschließen sich total zu diesem Thema und dann lernt er auf einmal Hedwig kennen. Hedwig ist ein kleines Mädchen, die total aufgeweckt ist und ein bisschen verrückt und sie ist totaler Weihnachtsfan und sie nimmt ihn mit nach Hause zu sich und dort ist alles wunderschön geschmückt und total festlich, aber er sieht ihre Familie nicht und immer, wenn er sie darauf anspricht, dann wird sie auf einmal ganz komisch und verwandelt sich auf einmal nicht mehr in dieses fröhliche und glückliche Mädchen. Ja, was hier alles hintersteckt, das müsst ihr selbst erfahren. Also es hat mich berührt, bezaubert und ja, einfach in Weihnachtsstimmung versetzt, ohne dass es zu oberflächlich war und nur auf diesen weihnachtlichen Konsum eingestiegen ist, sondern wirklich tiefgründige Gefühle. Die Trauer, die hier drin war, ja, es war schon tragisch, aber am Ende gibt es einen Hoffnungsblick nach vorne und ja, diese Weihnachtskindergeschichte ist eben nicht nur etwas für Kinder. Kann man vielleicht gut vorlesen, aber sollte man auf jeden Fall das Kind nicht alleine lesen lassen, weil es eben schon Themen hat, die man irgendwie zusammen verarbeiten muss. Aber für Erwachsene ist es auf jeden Fall auch etwas, wie gesagt, gehörte für mich im letzten Jahr zu den Top 3 Büchern überhaupt, die ich in dem Jahr 2019 gelesen habe. Und ich kann es mir immer wieder vorstellen, nochmal zu lesen. Zweitens, Schneegestöber. Zeige ein Buch, welches dir schon beim Lesen kalte Füße gemacht hat. Ja, auch da habe ich mehr Auswahl gehabt, aber ich habe mich für eins entschieden, was ich euch lange nicht mehr gezeigt habe. Und ich finde, es passt zu der Frage auch optisch sehr gut. Und zwar ist das Snowblind, tödlicher Schnee von Christopher Golden. Ja, ich liebe dieses Cover. Auch die Schneeflocke ist so erhaben und etwas rau und grisselig. Fühlt man sehr, sehr schön. Und ich finde,
dass auf diesem Buch ein sehr schönes Zitat von Stephen King drauf ist, auch wenn ich das schon ein bisschen amüsant finde, dass er fast auf jeden Thriller irgendwie etwas, irgendwie seine Meinung dazu gegeben hat und ich ihn da auch nicht mehr so ganz ernst nehmen kann. Aber hier finde ich irgendwie das Zitat sehr, sehr schön. Packend und angsteinflößend. Dieser Roman lässt deine Knochen und dein Herz gefrieren, selbst im Hochsommer. Wirf all deine alten, es war eine finstere und stürmische Nachtromane weg. Der hier ist der einzig wahre. Und nimm dich in Acht vor der letzten Seite. Die ist ein Killer. Ja, auch der letzte Satz hatte mich damals sehr angefixt. Ich muss sagen, dass es alles sehr reißerisch geschrieben ist. Man sollte sich da jetzt nicht sonst was denken. Aber insgesamt mochte ich dieses Buch alleine wegen dieser frostigen, kalten Atmosphäre, weil das hat Christopher Golden extrem gut geschafft. Es geht um einen Schneesturm. Damals gab es so einen Schneesturm schon und da haben viele Leute ihre Lieben verloren, beziehungsweise Freunde oder Familienmitglieder sind in diesen Schneesturm verschwunden. Und jetzt, viele Jahre später, kommt so ein Schneesturm erneut. Es ist wirklich kein üblicher Schneesturm, sondern der fegt wirklich über diese Kleinstadt hinweg und ist jenseits von Gut und Böse. Und in diesem Schneesturm scheint irgendwas zu stecken, was unnatürlich ist und was seltsam ist und nach den Leben der Leute trachtet. Es ist jetzt kein Monster-Horror-Roman, sondern weil es eben sehr atmosphärisch geschrieben ist, macht eigentlich die Atmosphäre das aus. Aber auch die Figuren, die hier extrem gut ausgearbeitet sind. Wir haben hier mehrere Figuren, die wir durch diese Schneestürme begleiten und die eben ja dem Geheimnis so ein bisschen auf die Spur kommen. Und ich fand die Emotionen, die hier drin aufgekommen sind, sehr gut beschrieben. Also es hatte was Tiefgründiges. Es hat zwar so kleine Thriller-Horror-Elemente, aber ich fand es eben nicht oberflächlich. Und das hat das Buch auf jeden Fall ausgemacht. Und eben weil es so schön schneeig und frostig war, passt es, finde ich, auch sehr gut zu dieser Frage. Die dritte Aufgabe hat nichts mit Büchern zu tun, denn dieser Tag mischt das sehr schön, nach Büchern zu fragen und aber auch nach dem allgemeinen weihnachtlichen Geschehen. Und die dritte Aufgabe ist ebenso eine. Warten auf den Weihnachtsmann. An welchen Adventskalender erinnerst du dich besonders gerne? Wir haben als Kinder immer diese ganz einfachen Schoko-Adventskalender gehabt und für mich war das immer ein Phänomen, dass diese Schokotäfelchen immer ganz besonders lecker geschmeckt haben. Obwohl ich glaube, dass es einfach nur Vollmilchschokolade war, haben die einfach besonders gut geschmeckt. Entweder war das jetzt ein besonderer Placebo-Effekt oder es war tatsächlich eine besondere Rezeptur, ich weiß es nicht, aber das alleine war schon immer was Besonderes. Natürlich auch mit diesen kleinen Bildchen. Und was für uns auch immer etwas sehr Besonderes war, das war ein Adventskalender, den wir jedes Jahr aufs Neue verwendet haben. Das war ein kleiner Tannenbaum, der auf einer Holzkiste stand. Und in dieser Holzkiste waren verschiedene Schublädchen, die nummeriert waren von 1 bis 24. Und in jeder Schublade befand sich ein Holzanhänger. Man hat also quasi von Anfang Dezember bis zum 24. den Baum geschmückt mit diesen Holzanhängern. Und da haben wir uns immer abgewechselt, wer denn immer die Schublade öffnen durfte. Und natürlich wusste man irgendwann, was in diesen Schubladen drin war, aber die Reihenfolge hat sich ja verändert und irgendwie hat man sich dann immer gefreut, bestimmte Anhänger wiederzusehen. Also das fand ich sehr, sehr schön. Eine Spieluhr war das gleichzeitig auch, also ein sehr schön, mittlerweile fast schon nostalgischer Adventskalender. Und was ich auch noch in guter Erinnerung habe, ist ein Postkarten-Adventskalender von einer lieben Freundin, die hatte mir diesen geschickt und natürlich erstmal mit lieben Worten gespickt. Das ist natürlich auch immer was sehr, sehr Schönes. Aber hinter den Türchen in diesem Postkarten-Adventskalender steckten jetzt keine Bildchen, sondern immer Zeilen eines Weihnachtsgedichts. Und das war ein sehr, sehr humorvolles Weihnachtsgedicht. Und das habe ich dann nach und nach auswendig gelernt und an Weihnachten dann vorgetragen. Und in jedem Türchen steckte halt eine weitere Zeile. Und ja, das war sehr, sehr lustig und das habe ich auch in sehr guter Erinnerung. Ansonsten gibt es natürlich viele, viele tolle Adventskalender, auch sehr teure Adventskalender. Mittlerweile gönne ich mir hin und wieder mal selbst einen zur Vorweihnachtszeit. Dieses Jahr habe ich einen Vintage-Schmuck-Adventskalender mir gegönnt und bisher sehr zufrieden. Ja, mal gucken, was so die nächsten Jahre bringen. Viertens, Grinch. Zeige ein Buch mit einem grünen Cover. Ja, ein grünes Cover.
Ich habe mich da für Der entsetzliche Mr. Gumm und die Kobolde entschieden von Andy Stanton. Das ist aus der Reihe von Mr. Gumm. Das ist jetzt nicht der erste Band. Ich habe mir jetzt hier einfach den grünen, ja, den hauptsächlich grünen gegriffen. Ich fand das sehr, sehr passend. Zum einen, weil es ein schön knalliges, quietschiges Grün ist und der Grinch ja auch nun mal sehr knallig, quietschig grün ist. Aber ich fand es auch noch auf einer anderen Ebene sehr passend, denn Mr. Gumm könnte auf jeden Fall auch austauschbar zum Grinch sein. Es ist zwar jetzt hier kein typisch weihnachtliches Buch oder eine weihnachtliche Reihe, aber Mr. Gumm ist alles, was auch der Grinch ist und noch viel schlimmer. Mr. Gumm ist ein wirklich alter, mürrischer, böser alter Sack, der in seiner versifften Wohnung, in seinem versifften Haus lebt und alles hasst, was schön und gut ist, ob es nun kleine Kinder, ob es nun, ja, schöne Musik oder Tiere sind, alles verabscheut er. Aber er hat den wunderschönsten Garten in der Stadt, was sehr verwunderlich ist. Aber das kommt daher, weil eine Fee in seiner Badewanne wohnt und die mag halt sehr schön hergerichtete Gärten und haut ihn jedes Mal mit einer Pfanne auf seinen Kopf, wenn er seinen Garten nicht in Schuss hält. Und eines Tages passiert das wieder, dass sie ihm ordentlich mit der Bratpfanne eins rüberhaut, denn ein ja, streunender Hund ist in seinen Garten gekommen und hat dort den Garten verwüstet und auch Hinterlassenschaften dort hingesetzt. Und ja, jetzt möchte sich Mr. Gumm natürlich rächen an diesen Hund und ja, schmiedet Pläne, ihn fallen zu stellen. Und das bekommt ein kleines Mädchen mit, die ja, diesen Hund retten möchte. Das ist nicht der Inhalt dieses Buches. Das, was ich jetzt erzählt habe, ist der Inhalt des ersten Bandes. Ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht, denn das ist immer sehr, sehr lustig geschrieben. Guten Abend, tapferer Leser. Aber bist du auch tapfer genug, gemeinsam mit Polly und Freitag den Koboldberg zu besteigen und die Mächte des Bösen zu bekämpfen? Denn sei gewarnt, dieses Buch quillt über von lauter Schwertern und Trollen und Hexen und einem Ding, das aussieht wie ein Gewürzgürkchen. Und irgendwie ist der olle Tunichtgut Mr. Gumm in all das verwickelt. Bei meinem Barte, was für ein Epos! Ja, also es ist total verrückt, skurril, dieses Buch, aber auch urkomisch zum Vorlesen perfekt. Habe ich schon öfter ja, empfohlen, diese Bücher. Gelesen werden sie als Hörbuch von Harry Rowold, auch sehr schön. Die Illustrationen sind alles andere als schön, aber passen irgendwie zu diesem frechen und total urkomischen Stil, Schreibstil. Und ja, wenn ihr einen anderen Grinch mal kennenlernen möchtet, außerhalb von Weihnachten, dann lest Mr. Gumm die Reihe von Andy Stanton. Fünftens, Christkindlmarkt, Glühwein oder Kinderpunsch. Ja, da habe ich ja eigentlich keine Vorlieben. Also solange es schmeckt, kann ich beides trinken. Glühwein gibt es mittlerweile natürlich so viele schöne Sorten. Das finde ich irgendwie toll, dass es Weißen gibt und Apfel und mit verschiedenen Beeren. Und ja, der Schuss, der muss gar nicht so hoch sein. Ich finde immer Amaretto ganz gut, weil das nochmal so einen extra Geschmack mit reinbringt. Aber wenn zu viel Sprit drin ist, dann schmeckt das auch nicht mehr. Also da würde ich dann auch lieber zu Kinderpunsch überwechseln, wenn es jetzt zu stark nach Sprit schmeckt. Aber ja, so ein bisschen sich aufwärmen mit Glühwein ist immer toll und ja, das ist mir eigentlich egal, ob da jetzt besonders viel Alkohol drin ist oder nicht. Aber wie gesagt, bei Glühwein gibt es so viel verschiedene Auswahl und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Kinderpunsch ist irgendwie immer das Gleiche. Sechstens, Nordpol. Zeige deinen favorisierten Weihnachtsfilm, der auf jeden Fall in der Adventszeit geschaut werden muss. Ja, für diese Aufgabe habe ich mir einen Film rausgesucht, der nicht so bekannt ist, denn meine Top 5 sind natürlich ansonsten auch immer Kevin allein zu Hause und in New York. Und natürlich der kleine Lord muss natürlich immer dabei sein. Und eine schöne Bescherung, die Griswolds, ist auch immer wieder ein ganz, ganz toller Film, den man sich angucken muss und immer wieder lachen muss, lauthals. Und zu den kitschigen Filmen gehört natürlich auch Liebe braucht keine Ferien. Das ist, glaube ich, mein liebster romantischer Weihnachtsfilm.
Und auch tatsächlich Liebe hat immer wieder etwas den Premierminister alias Hugh Grant ja durch sein Haus tanzen zu sehen. Das ist einer der besten Szenen. Aber ich habe mich jetzt für einen Film entschieden, der eben eher unbekannt ist, der sich aber wirklich gemausert hat zu einem unserer Klassiker, die wir immer wieder schauen. Und das ist Zwei Weihnachtsmänner, gespielt von Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka. Zwei Comedian bzw. Schauspieler, die ich extrem gerne mag. Und die einfach super zusammen harmonieren. Das hier ist ein Zweiteiler, der natürlich sehr humoristisch und lustig ist, aber gleichzeitig auch ein bisschen Tiefgang und auch ein bisschen rührend ist und zum Schluss natürlich ja eine Message und ein Happy End hat, so wie sich das für einen guten Weihnachtsfilm auch eben gehört. Ja, und es ist im Grunde ein wirklicher Roadtrip, ein Roadmovie, wo die beiden sich begegnen, die unterschiedlicher nicht sein können. Wir haben hier einmal Hilmar ist Poolnudelverkäufer bzw. Vertreter für alles fürs Schwimmbad und ist jetzt so durchs Land getingelt und möchte jetzt nach Hause zu Weihnachten zu seiner Freundin. Dann haben wir auch noch Tillmann Dilling, der ist genau das Gegenteil zu Hilmar, ist nicht so ein offener, freundlicher Mensch, sondern sehr, sehr verschlossen und kalt und organisiert. Er ist Geschäftsmann und empfiehlt jetzt zu Weihnachten einem Unternehmen, um Geld zu sparen, ja, Mitarbeiter zu kündigen kurz vor Weihnachten. Und ja, das macht die beiden so ein bisschen aus. Der liebevolle Trottel und der organisierte Arsch, könnte man sagen, treffen sich dann im Flugzeug auf dem Flug nach Hause. Sie werden allerdings wegen eines Schneesturms umgeleitet nach Bratislava und müssen dann in einen Zug umsteigen. Völlig überfüllt, da fällt dann der Strom aus, dann gehen die zu Fuß durch den Schnee weiter. Also es ist wirklich ein wundervoller Roadtrip-Movie mit ganz viel Slapstick und ganz viel ja, tollen Momenten. Und ich kann es nur empfehlen, falls ihr Netflix habt, der läuft gerade da und schaut auf jeden Fall mal rein. Also da hat man auf jeden Fall 3 Stunden sehr, sehr gute Unterhaltung. Und das ist eben ein Film, der sich dahin gemausert hat, dass wir den jedes Jahr aufs Neue schauen. Und deswegen möchte ich euch diesen hier ans Herz legen. Siebtens, Zimtstern. Zeige dein liebstes Weihnachtskoch- oder Backbuch bzw. dein tollstes Rezept. Ja, ich habe keine Koch- oder Backbücher. Wenn ich Rezepte suche, dann suche ich im Internet. Ich finde, mittlerweile kann man da sehr, sehr gut suchen. Und ich bin jetzt eh auch nicht der größte Koch- oder Backfan. Ab und zu macht man mal was, probiert man mal was aus. Aber ich brauche dafür keine Koch- oder Backbücher. Das Einzige, was ich habe, ist wirklich auch das Einzige, ist dieses hier, das inoffizielle Harry Potter Kochbuch. Und ich finde, das passt jetzt aber auch zu diesem Weihnachtstag sehr, sehr gut. Von Butterbier bis Kürbispasteten, mehr als 150 magische Rezepte zum Nachkochen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe aus diesem Buch noch gar nichts nachgekocht. Es ist auch leider eher schwarz-weiß und nicht so schön aufgemacht. Es gibt aber wirklich alles, was es irgendwie, was im Harry Potter Universum mal erwähnt wurde. Ansonsten auch sehr viel ja, englische Küche. Was ich aber schon mal gemacht habe, ist Butterbier. Und das kann man ja auch sehr gut jetzt so zu Weihnachten sich mal machen. Ich habe jetzt allerdings nicht das Rezept aus diesem Buch genommen, sondern das war mal ein Rezept aus einem Harry Potter Online Adventskalender. Und da wird das mit ja, der Hauptbestandteil ist Malzbier. Und dazu wird dann auch Butter und Sahne und Zucker, Vanillezucker und ein paar Gewürze reingemacht. Also es ist eine Zuckerbombe. Und davon kann man auch nur einen Becher trinken, dann ist auch vorbei. Aber mir hat es tatsächlich geschmeckt und ich weiß nicht, ich kann das auf jeden Fall empfehlen, mit Malzbier zu machen. Es gibt auch Rezepte mit richtigem Bier. Und das wollte ich auch nochmal ausprobieren. Und hier drin ist, wie gesagt, auch eins enthalten. Mal schauen, wenn ich irgendwann tatsächlich mal dazu komme. Sowas würde ich halt auch nicht unbedingt alleine machen, sondern dann mit einer Freundin oder mit einem Freund zusammen oder mit der Familie dann irgendwas auszuprobieren. Aber bisher kam es dazu nicht. Trotzdem freue ich mich über dieses Buch. Wer weiß, wann man das mal doch benutzt. Achtens, leuchtende Kinderaugen. Zeige ein Buch, das dich an deine Kindheit erinnert. Auch hier habe ich den Bogen wieder ganz gut geschlagen. Zum einen ja, die Aufgabe zu beantworten, aber gleichzeitig auch ein weihnachtliches Thema mitzubekommen. Und zwar habe ich hier Wo der Weihnachtsmann wohnt von Mauri Kunnas rausgesucht. Das ist ein ja, wunderschönes Kinderbilderbuch,
Und ihr seht, hier habe ich auch meinen Namen damals reingeschrieben. Und ja, das ist natürlich ja aus meiner Kindheit und wurde mir immer vorgelesen. Aber man kann da auch super toll als Kind drin blättern und echt viel entdecken. Das ist im Grunde fast wie so ein Wimmelbilderbuch. Und es wird halt gezeigt, wo der Weihnachtsmann wohnt und wie in seinen Werkstätten die Spielsachen hergestellt werden. Und das ist super schön gemacht. Und auch wo die ganzen Wichtel wohnen und schlafen und essen und die Geschenke einpacken. Ja, wie sie die Briefe bekommen, die Wunschlisten von den Kindern. Also ja, es ist ein Klassiker, der immer noch verkauft wird und mich natürlich an Weihnachten und an meine Kindheit erinnert. Aber ich werde es auch nie aus meiner ja, Bibliothek hier verbannen, weil ich selber diese Bilder auch einfach sehr gerne anschaue. Und wer weiß, vielleicht liest man das irgendwann seinen eigenen Kindern auch vor. Neuntens, Tannenbaum. Zeige deinen außergewöhnlichsten Schmuck für den Baum. Ich für mich alleine habe jetzt keinen eigenen Baum, deswegen habe ich auch jetzt hier nichts zu zeigen. Da bin ich gespannt auf andere Videos von anderen Booktubern, was sie so zeigen. Aber ich muss da leider passen, ich habe keinen Weihnachtstannenbaumschmuck. Zehntens, Bescherung. Welche Bücher stehen dieses Jahr auf deiner Wunschliste? Ja, das sind so einige. Ich hänge an meiner Wunschliste immer meine generelle Bücherwunschliste an und das kann ich auch jetzt gerne hier in diesem Video machen. Falls euch das interessiert, was auf meiner Wunschliste steht, dann verlinke ich euch in der Infobox mal meine Wunschliste, da könnt ihr raufschauen. Also da sind wirklich alle Bücher, die ich immer ja, mir wünschen würde und die kommen da. Kommt natürlich immer wieder was Neues hinzu. Ich gucke da auch immer wieder drüber und sortiere aus. Aber das ist jetzt keine Wunschliste, die ich jetzt extra für Weihnachten gemacht habe, sondern das ist meine generelle Wunschliste. Und ich finde es immer schön, wenn man ein Buch zu Weihnachten geschenkt oder überhaupt geschenkt bekommt, dann ist es gerade bei vielen Lesern natürlich sehr, sehr schwierig, denen irgendein Buch zu schenken. Deswegen ist so eine Wunschliste natürlich wirklich was Gutes. Aber um trotzdem überrascht zu werden, also wenn man sich jetzt nur ein Buch oder drei Bücher auf seine Wunschliste packt, dann ist das ja ein wenig überraschend, was man denn zu Weihnachten bekommt oder zum Geburtstag oder sonst wie. Aber wenn man eine Liste von 100 Büchern hat, dann ist es schon überraschend und trotzdem trifft es den Geschmack, ohne dass es denn ein Risiko ist, ob man den Geschmack trifft oder ob das Buch vielleicht dann doch schon vorhanden ist. Ja, das finde ich immer ein sehr schöner Kompromiss sozusagen. Aber ich muss auch sagen, dass ich eher selten Bücher geschenkt bekomme, weil ich meistens selbst für den Stoff sorge, weil ich ja auch an der Quelle sitze. Aber es ist dennoch immer schön, wenn man doch mal Bücher geschenkt bekommt. Jetzt zum Beispiel werden auch jetzt zu Weihnachten ja, so eins, zwei Bücher vielleicht einziehen, weil wir auch in unserer Leserundengruppe, in unserer Buchgruppe, in unserem Buchclub All You Can Read wieder uns gegenseitig bewichteln und da wird auf jeden Fall mindestens ein Buch einziehen von meiner Wunschliste und das werdet ihr natürlich auch wieder in ein Unpacking sehen, da freue ich mich auch schon drauf. Und die letzte Frage beschäftigt sich mit Musik. 11. Swinging Christmas. Mein liebster Weihnachtssong heißt, ja, da habe ich natürlich auch mehrere und ich finde, Singen an Weihnachten gehört einfach dazu. Dieses Jahr fällt das im Großen natürlich aus, aber in der Familie wird trotzdem gesungen vom Weihnachtsbaum und das gehört dazu. Das finde ich sehr, sehr schön. Und bei uns hat sich das mittlerweile angebürgert, dass wir immer Silber und Gold singen. Auch ein eher unbekannteres Lied im Deutschen. Im Englischen ist es, glaube ich, ein bisschen bekannter. Da ist auch der Text ist nicht identisch, der ist nicht eins zu eins übersetzt. Ich finde Silber und Gold sehr, sehr schön, weil es erstmal nicht zu religiös ist, sondern das allgemein schönes, ja, eine schöne Aussage hat und auch nicht zu hoch geht. Manche, ja, christliche Lieder, da muss man ja, was weiß ich, in hohen Tönen singen und das hat so eine schöne, wunderschöne Melodie, die man gut mitsingen kann. Und es hat aber trotzdem einen guten Rhythmus, ist nicht zu langsam, also kann man sehr gut zusammensingen. Was ich mir sehr gerne anhöre, aber was jetzt nichts zum zusammen singen ist von Frank Sinatra oder beziehungsweise gibt es viele verschiedene Umsetzungen, ist Have Yourself a Merry Little Christmas. Ich weiß gar nicht, ob der Song so heißt, aber jedenfalls ist das der Refrain, genau. Ja, und da finde ich verschiedene Versionen toll, eben von Frank Sinatra, von Michael Bublé, aber
Auch von verschiedenen weiblichen Sängern, Sängerinnen finde ich das sehr, sehr schön umgesetzt. Das hat etwas sehr Besinnliches, wo man auch ein bisschen nachdenkt, wo man auch vielleicht ein bisschen gerührt wird und wo man vielleicht auch ein bisschen entschleunigt. Auch ein sehr, sehr schöner Song, den ich mir jetzt auch schon in der Vorweihnachtszeit ab und zu mal angemacht habe. Ja, aber es gibt natürlich Unmengen an Liedern, die sehr, sehr schön sind zu verschiedenen Themen an Weihnachten, die lustig sind, oder zum Beispiel auch die Rolf Zukowski-Lieder in der Weihnachtsbäckerei hat auch was, und ja, das ist auf jeden Fall was Fröhliches, muss ja auch nicht immer so schwermütig sein. Ja, das war der Weihnachtsstimmungstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also liebe Grüße an dich gehen raus, Belletristik Basti. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Jetzt möchte ich natürlich auch noch andere Leute taggen. Ich möchte die liebe Tintenkrähe zu diesem Tag nominieren. Und auch die liebe Steffi von Lady of the Books und die liebe Steffi und Sandra vom Kanal Buchschnack. Und natürlich jeden, der Lust hat, hier jetzt mitzumachen, der noch kurz vor Weihnachten jetzt noch dieses Video abdrehen möchte und hochladen möchte, der kann das gerne tun. Ich würde mich freuen, und bestimmt auch der Belletristik-Basti, dass sich dieser Tag ein bisschen ausweitet und ja, vielleicht auch dadurch eher ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil das hat er auf jeden Fall verdient. Und ich möchte von euch jetzt in den Kommentaren gerne wissen, was ist denn für euch der besonderste Adventskalender, den ihr euch sehr, sehr gerne zurückerinnert, aus verschiedensten Motiven, weil der irgendwie ja besonderen Inhalt hatte oder weil das besonders schöne Erinnerungen irgendwie verbunden sind damit. Ja, das möchte ich gerne von euch wissen, aber natürlich auch zu allen anderen Fragen, was euch dazu so einfällt. Ihr könnt natürlich auch gerne eure ja, Weihnachtswunschlisten in den Kommentaren verlinken, also so Bücherwunschlisten, was ihr euch auf jeden Fall jetzt zu Weihnachten wünscht. Da kann man ja auch immer ganz gut Anregungen finden, sodass die eigene Wunschliste dann auch noch ein bisschen mehr wächst. Ja, wie gesagt, einen schönen zweiten Advent und Nikolaustag, und wir sehen uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.